Hallöchen, ihr Lieben. Leider schaffe ich es heute nicht, mit euch live zu gehen. Deshalb habe ich mir gedacht, wir machen das heute ein bisschen anders. Und zwar ist das heute eine Aufnahme, aber sie wird trotzdem in Echtzeit laufen. Das heißt, ich werde dieses Video nicht schneiden und ich werde euch von Anfang bis Ende zeigen, was wir hier heute gestalten und euch begleiten in dem Prozess, um ein fertiges Bild zu kreieren. Und ja, wie geplant, aber trotzdem drei Themen, ein Bild. Ihr seht, ich habe die Gläser schon hier stehen und ich werde jetzt auch gleich alle drei Themen ziehen, damit wir wissen, was heute auf uns zukommt. Flo? Schlüssel. Jonglieren. Na, das klingt doch interessant. Ja. Schlo, Schlo. Oh, das bringt mich völlig aus dem Konzept hier. Schlüssel, Flo, jonglieren. Schlüssel, Flo, jonglieren. Ich muss gerade nur mal ganz kurz in mich gehen. Deswegen ist es ja auch gerade so still. Hätte ich das Video geschnitten, dann würde ich ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen, aber es wäre bei einem Live ja auch nicht so. Okay, ein Floh, ein Schlüssel, jonglieren. Ich bereite mich mal ein bisschen drauf vor, stelle die Gläser weg. Hol mir mal noch ein Schmierpapier. Und dann schauen wir einfach mal, was uns so in den Sinn kommt. Schlüssel, Flo, jonglieren. Flo. Ein Schlüssel ist ja in der Regel größer als ein Flo. Und ich glaube, dieses Größenverhältnis lasse ich auch. Also nicht exakt das gleiche Größenverhältnis, aber dass der Schlüssel auf jeden Fall größer ist als der Flo. Aber was könnte man jonglieren? Erstmal nur eine Skizze. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, so ein bisschen dreidimensional zu halten. So einen alten Schlüssel zu benutzen. Lieber einen neueren. Könnte man ja auch rund machen.
So, das erstmal vom Schlüssel her. Oh, nee, wartet, ich habe noch eine andere Idee. Wenn ihr euch unsicher seid, natürlich mit runden Formen, was natürlich auch nicht immer einfach ist, dann nehmt euch ruhig eine Vorlage. Für die Größe würde sich ja auch perfekt ein Washi-Tape eignen oder ihr nehmt einen Zirkel. So. Ich weiß ja, dass Ameisen sehr viel Kraft vorausgesagt wird. Gilt das auch für Flöhe? Haben Flöhe auch so viel Kraft? Ich glaube nicht, oder? Und dann könnte man hier so die Flöhe reinsetzen. Ich würde die auch gar nicht großartig. Floh. Mir kommt ja nämlich gerade so ein Flohzirkus in den Kopf. Dann könnte man hier die kleinen Flöhe. Das kommt mir gerade so als erstes in den Sinn, aber irgendwie ist mir das zu wenig kreativ. Also nein, natürlich nicht wenig kreativ. Ach, wäre ich jetzt live mit euch, dann könnte ich euch direkt nach Inspiration fragen. Ja, das wäre eine Option. Ich mache mal den Schlüssel hier wieder weg, der ist für mich keine Option. Hier könnte man das natürlich ähnlich gestalten, auch hier. Hat so ein bisschen was. Magisches mit den ganzen kleinen Pünktchen. Könnte natürlich auch den liegenden Schlüssel malen. Könnte man das so liegen lassen? Okay, eine Option hätte ich noch. Und dann gucke ich mal, was mir am besten gefällt. Also, wenn man das nicht richtig gut erkennen kann, ich komme mal kurz näher ran. Ich habe hier halt die kleinen Flöhe, die halt alle jonglieren, oder halt hier. So, jetzt haben wir den Schlüssel, der liegt, oder einer, der so aufrecht ist. Eine andere Option wäre noch, da muss ich nur mal schnell eben hier mit der Maus, da gucke ich mal eben schnell. Klar, wir kennen alle Flöhe, aber ich habe jetzt direkt gar kein Bild, so wie ein Floh. Ah ja, die haben ja die ja, also googelt mal Floh, dann seht ihr, wie der aussieht. Ich zeichne euch den mal ganz kurz auf. So ganz grob nur, ne? Also die sehen natürlich nicht nett aus. Die haben so einen ovalen Körper, der so ein bisschen nach hinten geht. Und dann der Kopf vorne dran. Und dann haben die hier so dicke Beine. So, wisst ihr wieso? Ja, auch noch. Dann haben die vorne noch so. Naja, nett sehen die nicht aus.
hier auch noch, also so ungefähr. Und dann wie so ein Panzer hier. So sehen die ungefähr aus. Kann man ja vielleicht auch niedlicher machen, muss ja jetzt auch nicht unbedingt so sein. So, nur damit ihr ungefähr ein Bild habt. Weil man könnte diesen kleinen Floh ja auch hier unten quasi hinstellen. Der meinetwegen so drei Schlüssel jongliert. Ist der? Nee, also ich glaube, mir gefällt die Option hier. Die gefällt mir am besten. Und die werde ich, glaube ich, auch umsetzen. Ich finde, das hat so ein bisschen was Magisches, wenn hier so ganz viele kleine Flöhchen stehen und jonglieren. Ich finde, das glaube ich, das können wir farblich ganz gut umsetzen. Den Schlüssel, den würde ich vielleicht versuchen, in so einem Goldton zu machen. Und ja, das machen wir. Und dann lettern wir hier oben, weil ich fühle mich noch nicht so ganz herausgefordert, kommt hier oben noch hingelettert der Flohzirkus. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. So machen wir das. So, also ich werde, ja, mit was werde ich denn malen? Ich werde das, glaube ich, mit Aquarell machen. Ich glaube, die Themen, die habt ihr schon verinnerlicht, oder? Ich gucke mal, dass ich sie hier liegen lasse. Weil später reinkommt, tut ja jetzt eigentlich niemand. Weil wir sind ja nicht live. So, also wie gesagt, das hier oben. Ich brauche dafür... Ich werde mit Aquarell vormalen und die Highlights mit Buntstiften setzen. So werden wir das machen heute. Also, ich bereite mir hier so ein bisschen noch was vor. Buntstifte, Aquarellfarben, dann braucht man ein Tuch, wenn wir mit Aquarell malen, auf jeden Fall auch ein Pinsel. So, ich lege mir jetzt hier mal bereit einen Rundpinsel, das ist ein Casaneo von Da Vinci in der Größe 4. Auf jeden Fall was Kleines, Größe 0, Größe 2, erstmal. Mehr würde ich jetzt hier zu dem Zeitpunkt gar nicht benutzen. Wir haben Pinsel, Wasser habe ich auch schon hier. Also hier Wasser, ne, habe ich hier. Ist nur nicht im Bild. Papier. Papier. Und zwar werde ich hier, das mal ein bisschen besser zurechtdrücken hier, werde ich das hier in meinem Sketchbook malen. Auf Größe A4. So, ich muss mir hier nur noch mal kurz mich noch ein bisschen einrichten. So, kann man das gut sehen? Knarzi, knarz. Dieser Stuhl, irgendwann macht er mich noch wahnsinnig. So, ich will natürlich auch, dass das Bild hier schön drauf ist. So, das haben wir alles hier. So, dann übertragen wir die Skizze . Ich nehme da ja gerne meinen Aquarellbleistift, also mein Aquarellgraphitbleistift. Das heißt, meine Linien verschwinden, wenn ich dann gleich mit Wasser und Farbe drüber gehe.
Ich pause das jetzt hier diesmal nicht ab, weil ich es ein bisschen größer haben will. Aber denkt dran, auch nicht so aufdrücken, dass ihr keine Kerben im Papier hinterlasst. Obwohl, es ist fast gleich groß, ne? Ich will ja ein Stückchen größer. Ich muss noch mehr in die Länge gehen. Schätze mal so ungefähr 45 Grad. Okay. Das ist irgendwie nicht gewollt und nicht gekonnt. So, die Flöhe, die würde ich jetzt hier gar nicht mit eintragen. Die male ich einfach im Nachhinein, entweder mit einem schwarzen Feinliner oder mit schwarzer Farbe, weiß ich noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist das erstmal mein Grundgerüst. Und hier oben schreiben wir dann noch Flohzirkus hin, das machen wir dann später. Dann grundiere ich das jetzt erstmal. Das hier unten soll eine Holzplatte sein werden. Ich habe hier noch so einen Braun drinne, also einfach einen Braun anmischen. Vielleicht erstmal auch wirklich ein helles Braun zum Grundieren. Ist jetzt nicht der gleiche Farbton, aber ähnlich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Grundierung. Da kommt mindestens noch eine Schicht drüber. Beziehungsweise eine Marmorierung.
Den Schlüssel, den werde ich auf jeden Fall gelb grundieren. Ich werde mich mal versuchen im Gold. Hier geht es jetzt auch gar nicht um Genauigkeit. Vielleicht hätte ich mich für Silber entscheiden sollen, das ist noch ein bisschen einfacher als Gold. So. Ich mache mir mal hier was Goldenes auf Gold. Also wenn man Gold googelt, da kommt man schon gut. Gold. Damit ich auch die Kurven sehe oder gut erkenne. Finden wir vielleicht auch einen Goldschlüssel. Hier haben wir doch was. Na, das sieht doch ganz vielversprechend aus. Okay, wir haben das jetzt hier erstmal grundiert. Das trocknet auf dem Papier auch recht schnell, weil es ist kein richtiges Aquarellpapier, es ist ein Mixmedia-Papier. Und würde jetzt hier beim Braun eine Marmorierung so ein bisschen, aber nur mit einer Schicht. Den Rest mache ich mit Buntstiften. So, auch wirklich nur ganz grob. Den Rest mache ich dann mit Buntstiften. Und ich glaube auch, dass ich den Rest Gold mit den Buntstiften mache. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das für Farben sind. Auf jeden Fall braun, schwarz, grau. Interessant, auf jeden Fall. Orange vielleicht noch. So ein Ticken Orange, je nachdem, was man sich was man für ein Gold hat auch, ne? Gelbgold, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht ganz so gut. Ich glaube, ich werde erst einiges mit Braun und mit Schwarz machen. Aber ihr werdet es sehen, wie ich das mache. Aber den Rest, wie gesagt, mache ich mit Buntstiften. Ich will jetzt hier noch ein bisschen, ich überlege gerade, den Hintergrund. Irgendwie möchte ich das gerne schön dunkel haben, aber dann sieht man die Flöhe auch nicht mehr. Was können wir für einen Hintergrund machen? Irgendwas Kontrastreiches. Ich glaube, wir nehmen, oh, was nehmen wir? Blau, grün.
Ich glaube, wir nehmen grün. Blau. Türkis. Nehmen wir Türkis. Da sind wir in der Mitte. Und dann brauche ich jetzt aber einen größeren Pinsel. Und dann nehmen wir Türkis. Was ich jetzt hier einfach mache, ich tupfe das hier am Rand noch ein bisschen weg. Das sieht ein bisschen rauer aus. Dann brauchen wir das natürlich auch hier am Rand. Oh. Sieht auch so dunkel, kann türkis sein. So machen wir das. So. Das gefällt mir. So mache ich übrigens auch Wolken meistens, ne? Also, was heißt meistens? So mache ich gerne Wolken, wenn ich mit Blau vormale. Es geht aber natürlich auch mit anderen Techniken. Aber das ist eine einfache Technik. Mit Hellblau schön vormalen und dann kann man sich ein Tuch nehmen und Wolken raustupfen. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. So, das müssen wir jetzt ganz kurz trocknen lassen. Ich würde meine Aquarellfarben wieder wegpacken, weil die brauchen wir jetzt ja hier nicht mehr. Nö, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Rest mache ich mit Buntstiften. Und die Flöhe werde ich dann mit Feinliner machen. So habe ich das jetzt eben beschlossen. Ich überlege nur gerade. Ich könnte natürlich meine Gedanken nicht hören. Ich dachte mir, ich probiere jetzt mal. Ich schaue mal, wie ich den Flohzirkus schreibe. Ich will das hier gerade nicht wegnehmen. Das liegt hier so schön. Entweder machen wir das so richtig schön in. Schön ist anders, aber ihr wisst, was ich meine. Flo, nicht, jetzt wollte ich gerade Flohmarkt schreiben. Flo, ihr seht schon, warum ich immer einen anderen Radierer benutze. Flohzirkus, entweder so oder mit Serifen, dicke Buchstaben mit Serifen. Wollte ich gerade sagen, hä? Dicke Buchstaben mit Serifen. Also die Buchstaben können dann hier ruhig noch dicker sein, ne? Flo.
und so weiter. Ich hatte ja letztens so eine Zirkusschrift auf Instagram geteilt, die ist mir aber jetzt ein bisschen zu umständlich. Man könnte ja natürlich auch mixen, ne? Flo und dann Zirkus so rangeschrieben. Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen hier Flo in solchen dicken Buchstaben. Da könnt ihr auch jegliche Filzer benutzen und dann schreiben wir hier. Warte mal, wir könnten auch den hier nehmen. Oh ja, den nehmen wir. So, irgendwie machen wir da noch Flo. So, also entweder machen wir die Buchstaben gerade, also die hier vorne, die sind extra, die braucht man keine Rücksicht nehmen, ne? Die machen wir so und hier hinten. Die in der Skriptschrift, die machen wir entweder gerade oder schräg. Eins von beiden. Gemischt sieht blöd aus. So, also entweder hier so oder so. So machen wir das. Haben wir das auch schon mal? So, ich schau mal hier. Okay. Der Flohzirkus. So, ich mache jetzt hier einfach mit Buntstiften. Was habe ich hier? Bista. So ein hellerer Braunton. Immer noch ein bisschen vorsichtig. Also bei mir ist es noch, wie sagt man so schön, klamm. Nicht nass. Auch nicht so richtig feucht, aber der Buchstabe bekommt natürlich dann auch, nicht der Buchstabe, der Schlüssel, der bekommt natürlich auf dem Holzbrett auch noch einen Schatten. Also das will ich nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier ein dunkleres Braun. Stimmt nicht. Warte mal, dies habe ich. So richtig dunkleres Braun habe ich gar nicht. Ich habe nur so ein dunkles Rot, dunkelrot. Dann gehe ich auch gerne mal lang. Dazu brauche ich aber die.
Hier setze ich jetzt die Marmorierung am Holz noch fort, ne? So, und dann würde ich auch hier, was heißt auch, ich würde hier jetzt sogar schon den Schatten ansetzen, den male ich jetzt tatsächlich mal mit Grau vor. So, ich kann euch nicht versprechen, was dabei rumkommt hier. Ich bin selber sehr, sehr gespannt jetzt mit dem. So, ich würde sagen, wir nehmen ein Orange, ein Gelb habe ich ja grundiert mit Aquarellfarben, ein helleres Braun oder hier so ein, ich weiß nicht, was das ist, hier stehen immer keine Farben drauf. Auf jeden Fall noch mit Schwarz. Ich weiß auf jeden Fall, dass der obere Rand, also der Rand hier oben, sollte hell bleiben. Also wir gehen jetzt hier gemeinsam auf Forschungsreise. Wie male ich einen goldenen Schlüssel? Aber wir kriegen das hin. So, ich mache jetzt hier den inneren Rand, ne? Der wirft ja hier auf jeden Fall einen Schatten und blende mich quasi nach außen. Also ich drücke hier unten ein bisschen doller auf und gehe nach außen. Da drücke ich nicht mehr ganz so doll auf, ne? Und das mache ich hier vorne auch. So, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? So, dann gehe ich hin. Ich habe mich für das hellste Braun entschieden, das hier, ne? Das ist hier genauso wie mit Aquarellfarben.
Wir fangen mit dem hellsten Ton an und arbeiten uns dunkler vor. Ich arbeite hier eigentlich gar nicht mit viel Druck, eher mit mehreren Streichern hier. Ich finde, das nimmt jetzt schon Gestalt an. Das mag ich an drei Themen, ein Bild. Man probiert immer was Neues aus und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mit euch hier einen goldenen Schlüssel heute male. Ich habe jetzt nur vergessen, wie diese Wellen von dem Schlüssel jetzt waren, aber es ist nicht schlimm. Egal. Na, dann hätten wir es hier machen müssen. Ja, na, hier wären wir ja noch ein bisschen dunkler. So, dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mit dem hier. Das ist, glaube ich, das Dunkelste, was ich habe. Ich will es nicht zu rötlich werden lassen, deswegen will ich jetzt nicht mit dem Rot hier ran. Ich habe aber auch keine andere Farbe, die jetzt dienlicher ist. Ne, wir machen das mit dem hier. So. Ja, und zu guter Letzt würde ich jetzt mit Schwarz rangehen. Und den muss ich aber mal anspitzen eben. Gespitzt. Denkt dran, schön vorsichtig, nicht zu viel Druck. Fangt lieber locker an. Druck könnt ihr immer noch drauf geben.
sag mal, wie man Gold malt, kommt ja auch mal darauf an, in was für einem Licht Gold liegt, ne? Hier. Gehen wir jetzt am unteren Rand, nicht auf dem Schlüssel, sondern auf dem Holzbrett, um noch mal so den Schatten so ein bisschen nachzuziehen. Hoffe ich, dass ich das mit dem besser hinkriege. Ja. Also ich finde, das kann sich doch sehen lassen. Wem das hier oben noch zu hell ist, der geht hier einfach mal noch ein bisschen vielleicht mit dem Orange drüber. Mit dem, was ist denn das hier? Chromgelb dunkel. Und für Lichtreflexe nehmen wir. Ich habe hier Acrylstift. Na, das kann sich doch sehen lassen. Ich finde es ziemlich cool. Selbst das Holzbrett, boah, das könnte noch ein bisschen genauer sein. Da könnte man aber jetzt auch noch mal hier mit dem Schwarz noch ein bisschen. Die zu hellen Flächen noch mal mit einem Braun ausfüllen. Gefällt mir richtig gut. So, und jetzt brauchen wir einen schwarzen Feinliner. Schwarzer Feinliner. 080. Ich habe hier jetzt 080305. So, die Flöhe. Ich hatte einen Floh hier drauf sitzen. Ich mache jetzt wirklich nur mal so kleine Ovale hin. Ein Floh hat man hier auf dem Holzbrett. Vorne auch noch einer. Dann hier oben einer. Vorne. Dann machen wir da hinten noch einen. So. Dann mit dem kleinsten mal so ein bisschen die Beine. Ich mache so zwei lange nach hinten und zwei so halb, na, so Hälfte von der Länge nach vorne. Dann nehme ich wieder den großen und zeichne die
Jonglierbälle ein. So. Ja, und dann schreiben wir noch Flohzirkus hier oben hin, ne? Ich zeige euch gleich noch mal ganz genau den, wie ich die Flöhe jetzt gleich gemalt habe. Dazu muss ich bloß aufstehen. So, mal könnt ihr das erkennen. Hinten zwei längere Strichlein. Hinten zwei längere und nach vorne zwei kürzere. Ja. So, und wie gesagt, da oben kommt jetzt der Flohzirkus hin. Ihr könnt euch das gerne vorzeichnen. Ich würde mir jetzt einfach bloß eine Linie machen, dass ich gerade bleibe. Vorsichtig mit dem Bleistift. Also da nehme ich jetzt auch wirklich einen Bleistift. Noch mal schön. Nee. Nur, dass ich gerade bleibe. Die kann ich gleich auch wieder wegradieren, hoffe ich, dass das so einfach ist. Aber theoretisch schon. Und dann, ja, nehme ich wieder den dicken Feinliner. Und schreibe jetzt hier den Flohzirkus hin. So, ich entscheide mich dafür schräg, nicht gerade. Den Schwung hier unten mache ich gleich. Zirkus. Auch sogar mittig getroffen. So, ihr könnt entweder alle Linien nochmal verstärken, ja, nochmal schön nachzeichnen, dass es sich quasi noch so ein bisschen anpasst, oder wir machen es jetzt hier in der Fellkalligraphie und ahmen quasi die Schrift von der Feder oder dem Brush Lettering nach und verdicken die abführenden Linien.
Die Schrift, die könnt ihr jetzt noch gestalten, wie ihr wollt. Na, ihr könnt jetzt hier auch noch entweder einen richtigen Schatten mit einem grauen Brushpen oder mit grauer Farbe, wie ihr das möchtet. So, für mich ist das so fertig. Ich könnte ja auch immer noch stundenlang weitermachen. Machen wir noch einen grauen Schatten rein. Jetzt lassen wir es aber. Ich bin wirklich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin so, so gespannt, was ihr sagt und wie ihr das Ganze umsetzen werdet. Wartet, eine Sache stört mich noch. Ich möchte hier vorne. Die Kante muss noch härter. So. Jetzt bin ich zufrieden. Ja, ich mag es total gerne. Also, so hätte ich es mir zum Anfang nicht erdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin, wie gesagt, auch gespannt, was ihr daraus zaubern werdet. Ich freue mich, wenn ihr bei drei Themen ein Bild mitmacht. Verwendet gerne den Hashtag 3 als Zahl, Themen 1 als Zahl und Bild. Und dazu gerne noch Hashtag Sonntags mit Lillis. Dann werde ich das auf jeden Fall sehen, wenn ihr mich noch zusätzlich markiert mit @lillis.berlin, also natürlich auf Instagram, dann sehe ich das hundertprozentig und dann teile ich das auch auf jeden Fall in meiner Story. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo hier, folgt mir auf Instagram und auf was weiß ich nicht noch für Kanälen, Facebook bin ich noch. Dann werdet ihr garantiert nichts verpassen. Immer auf dem neuesten Stand sein und ja, immer mit mir zusammen was Neues lernen. Ich habe heute auch das erste Mal so richtig einen goldenen Schlüssel gemalt und ich bin mehr als zufrieden. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wochenende noch, wenn ihr das Video denn an einem Wochenende schaut. Dann bin ich, dann genießt euren Tag. Ja, macht's fein, bleibt kreativ und habt's fein. Tschüss!